Ja moin, heute geht's endlich weiter mit Satisfactory und wir machen mal was Neues. Los, ab geht's. Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Satisfactory. Wir haben in der letzten Folge endlich die automatischen Kabel fertiggestellt und die ersten sollten so mittlerweile eigentlich hier auch in unserem Lager angekommen sein. Ach nee, sind sie nicht. Wir haben noch gar kein Kabel, noch kein Lager dafür. Hä? Die werden gerade alle geschreddert. Gut. Haben wir fertig gebaut? Machen wir jetzt auch noch fix fertig. Ich wollte eigentlich was anderes machen. Ich will nämlich heute ein bisschen mit euch auf Tour gehen. Aber das muss vorher noch sein, weil ansonsten können wir uns die Tour nämlich sparen. Also setzen wir hier fix oben alles ruff. Klatschen einmal schnell. Brauche ich so gar nicht. Kann ich so machen. Ein daran und ein hieran. Schlocklolock. Oh, ich bin auch. Ein zu kurz. So und so. Was ist das denn? Wenn man es eilig hat, das hat man davon. Zack. Bitte so. Und den machen wir auch nochmal richtig. Damit das. Was ist denn das? Ja, man sollte ihn schon richtig setzen, ne? Das hilft ungemein. So. Dann bauen wir oben noch fix die Zugangspunkte. Und dann gehen wir tatsächlich mal ein bisschen auf Wanderschaft, wenn ich hier nicht dämlich durch die Gegend falle. Was wir hier schon mal machen können, haben wir automatische Kabel hier drin. Natürlich nicht. Aber das ist am Ende halb so wild. Wir setzen die einmal fix nach hier vorne. Zu teuer, ich habe keinen Beton mehr dabei. Ich werde irre. Den holen wir mal eben fix. Eins, zwei, drei. Ah, mal vier. Beton kann man nie genug haben. Und dann, ey, dieses Reinfloppen von den Texturen nervt mich ein bisschen, ne? Sicherlich ist für die Performance, aber. Ne. Ne. Oha, hier wird es langsam eng. Das ist ja ein Ding. Das ist ja richtig ätzend, aber okay. Halb so wild. Kommt das hier überhaupt oben an? Ich glaube schon. Müsste eigentlich. Kommt über das obere Förderband und das müsste. Hier hochlaufen. Ja, läuft alles überall gleich. So, das heißt, wir brauchen erstmal einen intelligenten Splitter. Der hier nicht mehr, doch noch. Ja, noch gerade so hinpasst, wie er soll. Und da rein, da raus. Alles richtig? Ja, alles richtig. Linker Ausgang, bitte. Muss irgendwie oben sein. Automatische Kabel. Mittlerer, alles Unbestimmte und rechts bitte den Überschuss. Und dann passt der hier nicht mehr so, wie er soll. Also kürzen wir mal eben ein bisschen ein. Und setzen hier ganz normalen Fusionator neben, wie wir es schon die ganze Zeit haben. Wohin? Nach da raus. Ja, müsste richtig sein. Weg damit, du hier rein. Du da lang. Ihr lauft hier durch und das machen wir auch noch richtig und das auch. Kontrolle, links automatische Verkabelung, Mittel alles Unbestimmte, rechts Überschuss. So, und dann prüfen wir nochmal nach, ob da auch was ankommt. Ö. Zip. Mit unserem kleinen Förderbändchen hier. Und eigentlich sollten hier alle paar Minuten ein paar Kabels kommen. Das ist ein Motor. Das ist Stahl. Das ist AI. Wie viele AI-Elemente habe ich dabei? Und da ist ein automatisches Kabel. So, gucken, ob es durchläuft. Rödel, rödel, rödel. Boop. Ich brauche echt langsam schnellere Splitter. Schnellere Bells. Das nervt mich ein bisschen mit diesen irre langsamen Teilen. Ja, da ist der erste schon reingelaufen. Sieht man natürlich nicht mehr. KW. Aber hier sollte gleich der erste rauskommen. Da ist er. Tada! Automatische Verkabelung. Sehr schön. Die Schluck können jetzt erstmal ordentlich
Menge aufbauen. Wir brauchen irgendwie 300 Stück oder so für die nächste Tech-Stufe. Dann wird hier langsam echt zu klein. Unglaublich. Und dann schauen wir mal. So, aber heute packen wir einen Knüppel aus. Und gehen ein bisschen auf Wanderschaft und erkunden mal ein bisschen. Ne, das haben sich ja viele schon eine ganze Weile gewünscht. Und jetzt komme ich dem Ganzen auch endlich mal nach. Während wir hier hinten irgendwie schon mal waren. Lilu, Klappe halten. Gehen wir jetzt mal da hinten das Tal so ein bisschen wieder hoch. Oh, wir können auch gleich Slugs, also Schnecken sammeln. Ist auch gut, oder? Und schauen mal, wo die Reise uns hinführt. Ne, und wenn das Spiel 1 ist, dann ist es einfach ficke hübsch. Und das nutzen wir doch eisekalt. Und gucken uns hier mal ein bisschen die Umgebung an. Ja, und gefährlich ist es auch. So, Nummer 1. Wo bist du? Komm her. Habe ich dich gerade noch gesehen. Und Nummer 2. So, ja, was ist das denn? Ach, Blätter. Ich höre doch hier immer noch ein. Wo ist er? Da ist er. Na komm her, Schnucki. Komm. Na komm. Ich bin ein Kumpel, ehrlich. Oh shit. War jetzt nicht mit gerechnet. Na ja, gut. So, ich habe da hier gerade noch ein Bierchen gesehen. Ja, und ich habe die Tage jetzt mal mit ein paar Leuten geschrieben. Und da habe ich was gehört. Nämlich, dass viele die Discord-Gruppe von der großen deutschen Satisfactory-Seite ein bisschen zu groß und unübersichtlich finden und sich gerne was Kleineres wünschen. Da habe ich gefragt, ob ich da nicht Bock drauf hätte, das zu machen. Und grundsätzlich finde ich ja so eine Plattform zum Austauschen immer erstmal ganz cool. Die Frage ist, würde das genutzt werden? Wäre cool, wenn ihr das mal unten in die Kommentare schreiben könntet. Und ich werde aber, glaube ich, schon mal zum Wochenende hin, also wenn die Folge jetzt kommt, einen Discord-Channel aufsetzen. Ne, werde euch den Link auch in die Kommentare hauen oder hier oben in die Ecke, je nachdem, ob ich daran denke oder nicht. Ich gebe mein Bestes. Und dann könnt ihr da mal reinschauen. Mal schauen, wie viele Leute wir zusammenkriegen. Die Videos haben ja immer so um die 60, 70 Klicks. Das heißt, ein paar Leute gucken ja auf jeden Fall vorbei. Wo kommt das denn jetzt her? Und ja, ich bin gespannt, wie gut das Ding bevölkert wird. Und wenn das läuft, dann erhalte ich das doch gerne. Und werde mich da natürlich... Oh, geil. Arsch. Wie, der lebt noch? Arschgeil, ey. So. Assi. Egal, der ist auch echt erst hier hinten gedroppt. Finde ich gut. Und ja, wo war ich gerade? Genau, werde ich das gucken, dass ich das erhalte. Ein bisschen moderiere. Werde mich natürlich immer auch mal sehen lassen. Ob ich da jetzt auch einen Sprachkanal mache, weiß ich nicht. Da fehlt mir einfach oft die Zeit für. Und das ist in einem Textkanal, kann ich da immer mal rüberfliegen, immer mal ein bisschen was reinschreiben. Aber für regelmäßig da und online und ich kann viel mit euch quatschen, das kann ich halt nicht versprechen. Dafür ist einfach bei mir vieles zu unruhig und naja, was soll ich sagen. Ne, mein Leben ist manchmal nicht so ganz einfach und geordnet schon mal gar nicht. Das bringt mein Job einfach auch schon mit sich. Ich weiß nicht, ob ich hier oben langlaufen sollte. Wo komme ich denn hier hin? Komme ich von da oben? Ich finde nie wieder nach Hause, glaube ich. Ich glaube, hier runterstürzen ist weniger gefährlich. Ja. Ich habe doch hier gerade was gesehen. Was war denn das? Naja. Ich glaube, da kann ich sprengen. Oder kriege ich das abgehauen? Kann ich abhauen, geil. Und ja, ich würde das einfach mal als Fanservice so ein bisschen machen. Und vielleicht wird das Ding ja echt voll, echt beliebt. Da ist Riesenaustausch. Das würde mich irre freuen. Finde ich immer grundsätzlich erstmal cool. Und, wer ist euer Ernst? Das war's? Das ist ja für ein Arsch. Und dann können wir uns da ein bisschen unterhalten. Ne? Und ja, wird da halt auch ein paar Regeln reinklatschen. Also so Verhaltensregeln. Ne, und werde da, glaube ich, auch relativ rigoros aussortieren. Ne, denn ihr seid alle erwachsene Leute. Ich bin zwar Sozialpädagoge, aber nicht euer Sozialpädagoge. Und ja, bei mir zu Hause gelten meine Regeln. Und wer sich dann nicht benimmt, der fliegt. Hm, da bin ich ja recht rigoros. Oh, ich höre eine Schnecke. Hallo. Ne, klar, ich werde bei einigen gucken oder bei den Leuten immer gucken, was es ist und ob ich das irgendwie mit einer, in Anführungsstrichen, Abmahnung dann nochmal durchgehen lasse.
Aber ne, so Sachen wie Rassismus und sowas, Diskriminierung, bin ich halt kein Riesenfan von. Und lasse da auch wenig mit mir diskutieren. Von daher, ja, würde man denn zumindest dahingehend damit leben müssen, ne? Wenn natürlich so Sachen sind wie kleine gegenseitige Anfeindungen. Da gucke ich dann natürlich schon, dass ich da ein bisschen deeskaliere und nicht gleich mit dem Rauswurf alles irgendwie sanktioniere. Aber das wird schon. Ist ja schon irre schick hier, ne? Ich komme so ein bisschen weg vom Spiel. Oh, was ist das denn? Ist jetzt die Frage, kann ich hier irgendwie was sprengen? Das sieht so nach einem Riss aus, der sich erweitern lassen können würde. Was schön ist, ich habe gleich wieder schön Bären, wenn ich hier fertig bin, glaube ich. Fliegende Inseln quasi, ist ja auch schön. Hä? Kann ich da ranzoomen? Das sieht irgendwie nach meinem aus. Nee, da ist was abgestürzt. Oh, da müssen wir rüber. Da ist auch was abgestürzt. Da müssen wir rüber. Ab geht's. Machen wir jetzt. Und zwar direkt. Hier die dicken. Okay. Da bauen wir uns einfach stumpf eine Brücke rüber. Ich glaube, anders käme man da eh nicht ran, außer halt da lang. Aber ich glaube, einen Weg nach oben wird es dann nicht geben. Zack, zack, zack. Muss nicht schön sein, muss nur funktionieren. Zack, zack, zack. Irgendwie Verbindungsstücke. Dann haben wir hier gleich eine Brücke rüber, ist doch herrlich. Zack. Dann einfach einmal so und wir haben ja mittlerweile diese coolen Stelzen. Na komm. Geht doch. Dann müssten wir auch auf die Großen raufspringen können. Herrlich. Palüm hat's gemacht. Ich weiß nicht, was gerade hier bei mir Palüm gemacht hat, aber es hat Palüm gemacht. Na, geht das? Ah, wäre auch zu schön gewesen. Schwupp und hoch. Und nochmal hoch. Und das müsste dann schon reichen. Was haben wir denn hier Schönes? Oh. Ich glaube, der mag mich nicht. Oh ja, der geht gleich. Brauche ich Gasmaske und so. Shit. Hier können wir nicht lange bleiben. Komm, sei mal Kumpel. Ich tu dir nichts, ist versprochen. Erforderlich. Schießpulver, ach komm. Das, was ich jetzt nicht dabei habe, oder was? 4 Stück. Da wird's schon eklig. Da sind gleich 2. Leck mich fett. Ja. Ich hau schon ab. Nee, komm. Nicht sterben, nicht sterben. Doch. Ach Mann. Fick die Henne, ey. Na gut, können wir gleich Schießpulver mitnehmen. Ist ja auch schön, oder? Ich meine, schneller kann man nicht zurückkommen. Das haben wir ja nun mittlerweile so ziemlich automatisiert hier. Das sind Farbpatronen. Schießpulver. Zack. Gönn dir. Nehme ich einen Knüppel mit? Drauf geschissen, oder? Boah, jetzt bin ich auch wieder so irre langsam. Vor allem kommt mir das mit seinen Händen voll unkoordiniert vor. Als würden die sich viel zu langsam, viel zu schnell bewegen. Für viel zu langsame Bewegungsgeschwindigkeit. Scheiß. Warum läufst du nicht? Was ist dein Problem? Wie kann denn hier irgendwas voll sein? Hier steht alles. Du fertigst und du fertigst auch. Du fertigst auch, oder? Ja. Aber du hast zu wenig. Hä? Du brauchst 60 pro Minute. Kriegst du weniger? Das ist aber unschön. Ja, der macht auch nur 30. Das reicht ja hinten und vorne nicht. Wir haben aber genug davon. Das ändern wir doch fix. Da machen wir nochmal fix einen Konstruktor fertig. Was fehlt denn jetzt? Ich habe ja nichts dabei. Ja, schön. Kabel und schwere Eisenplatten. Gut, dass wir fast alles hier haben. War richtig, oder? Kabel und schwere Eisenplatte. Hier hinten haben wir Kabel.
Hier fängt jetzt bald der Rücklauf an, das heißt, unten das Lager wird befüllt. Und hier drüben haben wir noch schwere Eisenplatten, sollten wir zumindest. Das sind die Dinger. Wie habe ich die schon? Sind die komplett voll? Oh. Rechter Ausgang ist Überschuss. Mittlerer Ausgang ist. Wie heißen die denn noch? Ich habe hier offensichtlich nicht alles so gut gemacht. So. Jetzt stimmt's. Du bist voll, alles cool. Okay. Dann brauchen wir hier fix ein paar schwere Eisenplatten. Das liegt hier rum. Okay. Muss hier nicht rumliegen. Da haben wir schwere Eisenplatten. Herrlich. Reicht aber, glaube ich, nicht. Doch, reicht. Feini. Wenn wir jetzt noch irgendwo Beton herkriegen, wäre es total irre. Ja, nicht Beton. Doch, Beton auch. Na, egal. Konstruktor. Das klemmen wir hier mal dran. So liegt es in Line. Und dann können wir hier noch schön rumgehen und klemmen das hier mit an. Dafür brauchen wir jetzt aber fix ein bisschen Beton und ein bisschen Stahl. Das sollte ja jetzt nicht das Riesenproblem sein. Wir haben ja alles im Lager. Ich brauche hier echt so einen Schnellreisepunkt, ey. Ist das nervig. Zack. Gucken, hey, wir gucken nach unten, das geht fixer. Hier wird fleißig geschreddert. Uah. Das war jetzt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Einmal Stahl bitte, einmal Beton bitte. Zack. Und jetzt müsste das gehen, oder? Das geht und... Nee, Eisenplatten. Scheiße. Nehmen wir auch noch mit. So. Sollte gleich wieder voll sein. Dann düsen wir einmal hier hoch. So schnell das eben geht. Und dann haben wir die Produktion gleich nochmal wieder ein bisschen hochgefahren. Also Kleinigkeiten, auf die ich nicht geachtet habe. Jetzt weiß ich auch, was der Thorsten gemeint hat. Als er sagte, bei Kupfer hätte ich ja gar nicht drauf geachtet, wie viel der ganze Kram braucht. Hat er recht. Habe ich tatsächlich nicht. Ich habe einfach nur das wieder hingestellt, was er vorher auch schon war. So. Einmal hier rüber. Einmal hier rüber. Ja, war nicht weit genug. Okay. Gut, funktioniert so nicht. Machen wir anders. Machen wir mit Wandhaltern. Ich will immer was ganz anderes machen und dann komme ich doch wieder zu irgendwie so einem Scheiß. Oh, wahrscheinlich nicht hoch, ne? Das war zu erwarten. Aber hier sollten wir... Muss ich überhaupt hoch? Nicht unbedingt. Dann... Machen wir so. Zu teuer. Keine Eisenstangen. Ach, komm schon. Dein fucking Ernst. Dann holen wir halt auch gleich noch Eisenstangen. Jetzt leck mich doch. Passt der hier ran? Kein Freiraum. Och, nö. Dann müssen wir es halt doch so machen. So. Echt jetzt? Leck mich doch fett. So. Oh, ich habe hier, glaube ich, schon wieder Besuch bekommen gerade. Dann hole ich halt auch noch Eisenstangen. Du beschissenes Scheißspiel. Geh mir nicht auf die Ketten, ey. Ich will doch eigentlich nur meinen Krempel wiederholen. Kann nicht angehen. Eisenplatten. Und hier müssten Eisenstangen liegen. In Massen. Wunderbar. So, und den lass mir durch.
Tippel. Wo war ich? Hier war ich. So, jetzt müssen wir einmal gucken. Du machst aus Draht Kabel. Jo. Können wir hier zuführen? Natürlich nicht. Das ist, was ist das hier überhaupt? Warum steht hier... Ach so. Ah, das ist ein Splitter. Das ist auch ein Splitter. Okay, gut. Dann setzen wir das fix einmal um. Zack. So. Einmal andersrum bitte. Können wir ruhig nah angehen. Hier ein Fusionator hin. Der nach. Oh, irgendwann werden es zu viele Pfeile, ne? So. Und dann da. Komm, ran da. So. Und. So. Und da. So, der Doppelzufuhr. Das ist ja schon mal schön. Erhöht schon mal die Kabelproduktion ein bisschen und du gehst nicht hier rüber, wie mir scheint. Da war ich wohl etwas im Weg. So. Kriegt er noch Strom da hinten und dann ist alles tulli. Ja, und diese scheiß Stützen kommt man hier nicht mehr durch. Das ist doch scheiße. So, wie sieht es denn hier mit Strom aus? Kriegt ihr alle von da drüben Strom? Ist ja unglaublich. So. Jetzt aber weiter im Text. Einmal durchgelaufen, gleich wieder Fehler gefunden. So, da hinten ist unsere Kiste. Wir sind relativ weit runtergeeiert. Mal gucken. Markus ist leicht ablenkbar. So viel haben wir auf jeden Fall schon mal gelernt. Markus kann sich jetzt auch gerade nicht wehren. Das haben wir jetzt auch gerade schon gelernt. Schwupp. Da soll ich mit aufpassen. So, ich glaube, da hinten bin ich hoch. Ich will jetzt auch nicht unbedingt einen anderen Weg nehmen. Denn sonst kriege ich wahrscheinlich gleich ein Creep-Problem. Jetzt juckt mir das Knie. Ich glaube es nicht. So. So, so. Oh, geil. Auf 3 heilt man ja automatisch immer wieder hoch. Das ist ja auch gut zu wischen. Ne, da höre ich es schon wieder. Ach komm. Rennen. Rennen, rennen, rennen. Komm. Weich aus. Na, fuck, ey. Ich kann mich auch gerade nicht wehren und bin gerade. War schon mal gut. Ja, ich sterbe gleich wieder. Und da sind schon mal hier so ein paar Bärchis. Die werden wir gleich brauchen. Zack. Und da hinten sind noch ein paar Bärchis, aber ich glaube, ich muss da hoch, ne? So. Das ist kein Bärchi. Kommen wir hier hoch? Ja, wir kommen hier hoch. Sehr schön. Ach, und da sind schon unsere Blöcke. Herrlich. Aber ich glaube, da unten liegt unser Kistchen. Ne? Das ist belastend. Ach komm. So, die Frage ist jetzt, wo genau? Gut, dass ich die hier mitgenommen habe. Im Zweifelsfall reißen wir da oben einfach ein bisschen was weg. Wir haben ja genug, ne? Wir müssten nur einmal sehen, wo wir genau hingefallen sind. Aber ich befürchte nach ganz unten. Ich sehe nichts. Na? Kann man was sehen? Jetzt stehe ich quasi schon drauf. Alles bitte weg. Zack.
Ja, wir müssen weiter runter. Fuck that. Drohne Zerstörung? Wieso? Ah! Wieso ist denn hier stinkig? Oh! Guck mal einer an, sieh. Wie gut ist das denn? Oh, da kommen diese scheiß Fliegenviecher raus. So. Kommen wir da irgendwie rauf? Nee. So. Dann geht das erstmal. Und dann bauen wir uns auch stumpf hier runter. Und hoffen, das irgendwie zu überleben. Oh, da sind auch schon wieder Fliegenviecher. Ups. Weg damit. Kann unser werter Fixit-Mitarbeiter eigentlich schwimmen? Ich habe darauf geachtet. Das ist ja voll geil hier. Da hinten ist noch eine Schnecke. Viele Pilze. So, jetzt muss ich irgendwie schnell. Ja, fickt euch, fickt euch, fickt euch. Fickt euch hart. Ich bin hier irgendwo im Gebüsch. Da. Geilo. Ich habe natürlich auch keine Dings mehr im Inventar. Komm, friss, 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 friss. So, fix hier. Wo ist er? Wo ist mein Stab? Fick dich doch. Ach, die Kiste ist nicht ganz leer geräumt. Ja, ich sehe euch. So, den machen wir zuerst. Komm schon. So. Jetzt gibt's aufs Maul. Nummer 1. Nummer 2. Fick dich hart, ey. Komm her hier. Erst weicht ihr mich nicht vom Arsch, ey. Und dann seid ihr der festen Überzeugung, mir auf den Sack gehen zu können. So. Ich kann hier auch nichts rein. Ach komm schon. Erstmal ein paar Sachen weg. Das finde ich echt scheiße, dass der das hier nicht gleich so ins Inventar einordnet, wie es vorher drin war. Jetzt muss ich hier wieder alles separat anlegen. Wie scheiße ist das denn? So. 1, 2, 3. Was habe ich denn? Das kann weg. Ich liebe Stahl dabei. Ist hier noch irgendwelcher Plünder? Kohle brauchen wir auch nicht. Ich kann von mir aus auch hier in der Walachei liegen bleiben. So. Weiter geht's. Also da oben, das hat erstmal nichts gebracht. Was ist das denn? Ey, ein Panzer. Jo, Pär. Die Lecker Pilzis nehmen wir mit. Boah, gibt richtig viele hier. Das ist ja gut. Dann schauen wir uns hier doch mal ein bisschen um. Das eine Wrack oben hat schon mal. Doch, da müssen wir auch wieder hoch. Shit. Boah, wie viele sind denn hier? Wahnsinn. Dann hämmern wir doch erstmal nach oben. Jetzt, wo wir Dings dabei haben. Ja, hier komme ich jetzt natürlich nicht rauf, ne? Schnecki. Wir holen uns erst Schnecki und gehen dann nach oben. Ich denke mal, das verlieren wir so schnell hier aus dem Blick hier. Aber wir werden vorher noch einmal das Ganze so fertig bauen, dass wir da auch hochkommen. Was ist das? Kalkstein. Das ist wahrscheinlich sogar ein Resource-Node. Okay, bei Schnecki sind auch noch ein paar blöde Wichser. Oh, noch mehr Pilze. Geil, ey. Damit bin ich ja erstmal ganz geil aufgestellt. So. Ja, dich will ich nicht töten. Du bist ja lieb. Kann ich die einfach eigentlich vorm Schlüpfen schon? Nee, kann ich nicht. Und jetzt habe ich gleich 6 an der Backe. Ups. Ey, das wollte ich nicht, Keule. Jetzt hier nicht garstig werden. Ja, das. Ja, wieder 2, ey, und ich verliere einen aus dem Auge. So, Nummer 1. Ah. Ha! Erwischt. Penner. Da ist noch einer. Zack, ihr Dreckspenner. Schnecke! Zack, meins.
Na, hier sieht es doch endlich mal nach einem Alien-Planeten aus, oder was? Im Vergleich dazu war der ganze andere Kram ja Kikifax. Ein paar Bärchen, die nehmen wir auch gerne mit. Ach, wenn voll ist, dann macht er sie automatisch hier hin. Ansonsten legt er sie hier ab. Das ist doch ein Affentanz, ey. Wir haben noch ein paar Bären, ein bisschen Heilung. Schafft uns wahrscheinlich nichts. Pilzi. Und mehr nicht. Ein bisschen Kalkstein, den ich nicht brauche. Jetzt klettere ich wieder irre hoch und dann kriege ich... Hier ist ja alles voll mit den Viechern und dem Zeug. Mit dem man nichts, aber auch rein gar nichts anfangen kann. Na, schlüpfen sie? Ja, geschlüpft. Na, gucken wir mal, wie gut wir vor dem wegrennen können. Okay. Offensichtlich weg. So. Wie mache ich das jetzt am dümmsten? Ich muss da ja wieder hoch. Na komm. Aber schön Blick auf meinen Weltraumlift, oder? Das fetzt ja. Wir machen das einfach so. Zip. Und platsch. So, dann eiern wir hier rüber. Und dann kriegen wir das doch schon mal. Ah, ich kann hier drin auch gar nicht bauen. Oh. Na, schau mal, Energie. Das ist ja spitze. Mal sehen, bis wohin wir müssen. Ja, natürlich muss ich da in die Höhle des Löwen rein. Wie hätte es auch anders sein sollen. Naja, lässt sich nie ändern. Was war das denn für ein Glitch? Okay, das Tauchen ist nicht vorgesehen in der Engine. Okay, gut zu wissen. Und immer wenn ich hier rauskomme, lande ich aus einem mir unerfindlichen Grund im Baumenü. Warum ist das so? Ist doch bestimmt nicht gewollt. Ist ja auch cool hier. Bisschen abgegrenzt, okay. So, jetzt mal schauen, ob wir hier hochkommen. Noch ein Pilz. Was war das denn jetzt für eine Nummer? Hehe, alles cool. Und ab geht's. Zack. Das kommt mir ein bisschen vor wie Cheaten, ne? Aber naja. So, jetzt haben wir mal Gunpowder dabei. Und stürzen hoffentlich nicht wieder ab hier. Und wenn wir uns beeilen, sollte das doch auch recht fix aufgehen hier. Ja, 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 ja. Zack, rein und auf die Hütte. Was kriege ich dafür Schönes? Eine Festplatte. Was schmeißen wir dafür weg? Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Hier, weg damit. Ab, rein. Wow. Das ist ja mal evil as fuck. So, dann habe ich, glaube ich, da drüben einen Absturz gesehen, oder? Irre ich mich? Ja, da oben. Aber wie zum Fick kommen wir da hin? Also das hier lasse ich mal stehen als Landmarke. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Oh, da könnte ein Weg rüber sein. Da liegt auch ein Container. Wie kommen wir denn da hin? Das war ja hier schon mal des Todes. Zack. Boah, man sieht hier mit dem ganzen Gestrüpp ja auch richtig gut, ey. Ach, ficken. Komm, hau ab da. Boah, muss ich das wegsprengen? Okay. Double Ramp. Ach, die habe ich da gebaut. Das wäre auch klug. So, und jetzt, was ist denn jetzt schon wieder? Alter, wie viel von diesen Scheißdingern sind denn hier? Gut, dass wir ein paar Bärchen haben. Schluck Kaffee. Und was hat eigentlich die Zeit? Oh, läuft die erst rum. Wir haben noch
Wir haben Luft. So, dann gucken wir mal, dass wir euch hier irgendwie tot kriegen. Nobody moves. Das ging doch ganz gut. Nur ein bisschen Schaden. Die Alien-Panzer nehmen wir mit. Und jetzt versuchen wir das gleiche hier nochmal. Nur, dass wir die hier viel beschissener sehen. Na komm. Erwischt. Ficker! Nicht mit mir. Und nochmal drei. Also weglaufen bringt bei denen tatsächlich gar nichts. Einfach locker stehen bleiben. Und Ruhe bewahren ist viel effektiver. So, da ist noch ein Schneckchen. Hier rennt doch schon wieder. Ach, Spinnen. Fickt euch. Wow, das war noch eine. Wie viele rennen denn davon rum, ey? Seit wann leben Spinnen in Rudeln? Irgendwo klappert hier noch eine. Scheiß Vieh. Na komm. Beere nehmen wir mit. Wir haben im Notfall noch eine Menge Pilze. Und dann müssen wir irgendwie mal wieder nach oben kommen. Da sind noch ganz viele Pilze. Grüne Elektroschnecke. Upp, meins. Und mehr Pilze, ey. Wie viele es hier gibt. Ist ja Wahnsinn. Oh, das war... Da wollte mir einer was. Na komm. Ich wollte gerade sagen, nochmal kriegst du das nicht hier, mein Freund. So, schon mal ein bisschen höher. Einmal neu orientieren. Dann müsste das ja irgendwie hier hoch sein, oder? Ist schon geil. Ziemlich cooler Shit. Was ist das denn? Wieso leuchtet das hier? Wahrscheinlich da durch, ne? Sieht witzig aus. So, und dann gehen wir... Ja, da oben liegt da definitiv was. Jetzt ziehen wir uns mal eine Rampe runter. Ich glaube, anders kommt man da tatsächlich gar nicht hin. Außer... mit diesen blöden Rampen. Zack. Wow. Oh, shit. Alter, ficken. Wow, 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 wow. Ein dicker Oschi. Mal schauen, ob wir den kleinen kriegen. Ist er runtergefallen? Ich glaube, ja. Ficker, ey. Jetzt einfach die Rampe abreißen, dann ist er weg. Na, kommt er schon wieder hochgerannt. So, dann mach mal. Das will ich sehen, wie du hochkommst. Wow, Alter. Tja, Problem, ne? Sackgesicht. Da hat der Müller schnell geschalten. Passiert nicht so oft. So, dann die noch und dann haben wir doch hier schon das nächste Teil. Jetzt haben wir wieder mehr Glück als Verstand, Herr Müller. Und einer hängt, okay. Super! Der Shit. So, gucken wir doch mal. Ja, ein paar dusselige Kabel. Drauf geschissen. Achso, das sind die Dinger. Ich dachte, hier wäre schon wieder eine Spinne, ey. Britzel. Da britzelt's. So. Jo. Wie muck wie dies. Wieder so. Ich sehe keine andere Lösungsmöglichkeit. Wow, ich glaube, wie ist denn der jetzt hier hochgekommen?
Ratte, ey. Wow, 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 wow. Da kommt jetzt noch eine. Und dann hinterher. Das ist aber ein anderer als der, den wir da in der ersten Folge in dem Tal gesehen haben, oder? Ich sehe ihn nicht. Das ist so scheiße. Okay, 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 komm. Wir kriegen dich klein, mein Freund. Oder nicht? Komm her. Alter, wie viel hält der denn aus? Unnormal. Ja. Ficker. Dann kriege ich einmal so ein 3 Alien-Panzer. Das ist ja großzügig. Danke, Spiel. Asi, ey. So. Da müssen wir immer noch hoch. Das ist ja, dass hier auch Gefälle ist, ist so ein bisschen asi, ne? So, und dann mal gucken. Hier. Nee. Ah. Tada. Eine Rampe runterbauen, da wo es sowieso runtergeht. Super. So, und dann gucken wir doch mal. Was haben wir denn hier? Abwurfkapsel, Reparatur erforderlich, benötigt 20 Kilowattstunden. Ja, das kriegen wir hin. Nee, das waren die falschen. Die brauchen wir. Ich glaube, Treibstoff habe ich tatsächlich nicht dabei. Aber wir können hier einmal, Quatsch, Strom, ein Biomassegenerator bauen. Und den einmal da oben hin verkabeln. Haben wir irgendwas zum Abfackeln hier? Gerade nicht, aber das ist dann auch nicht weiter wild. Wir packen einmal fix ein paar Rohrien und ist ja genug Grünzeug da, ne? So ist ja nicht. Ich meine, daran sollten sie jetzt am Ende nicht scheitern. Zack. Ich glaube, ich kann sogar einfach hier diese Blätter reinpacken. Dann sollte das eigentlich auch laufen. Nicht lange, aber lange genug. Jo. Und auf die Hütte. Schwupp. Und noch eine Festplatte. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Zack, weg damit. Brauchen wir nicht mehr. Liegt hier noch irgendwas rum? Nö. Schade, bei den anderen war immer so ein bisschen... Na, hier ein paar Kabel. Ja, mehr als genug von. Irgendwie Platinen oder sowas lagen bei den anderen immer noch rum, aber... Hier ist irgendwie Arschkarte. Ja, komm. Kann hier liegen bleiben. Die Rohre nehmen wir mit. Dann reißen wir die Fuddel ab. Und die Rampe lassen wir hier stehen, damit wir wissen, okay, hier waren wir schon. Wie viel Beton habe ich noch? Ja, langsam wird's eng, ne? Naja, da habe ich ihn ja. Da hatten wir abgerissen, damit El Coilo nicht hochkommt. Zack, zack, zack. Das wäre, da bin ich schon fast wieder runtergefallen, ey. Ach komm, scheiße. Und weg damit. So, jetzt wird's auch langsam schon wieder dunkel hier. Wo ist unser Lift? Da. Ja, noch gar nicht so weit weg, ne? Gucken wir weiter. Alter, hier bauen muss auch die Pest sein, ey. Hier siehst du ja nix. Du kriegst ja keine 5 Meter. Ach, guck mal hier. Nicht teilen. Ach, ich habe keinen Platz mehr, um das zu teilen. Das ist doch scheiße. Na, bleib halt hier. Wir sind eh zu weit weg. So weit will ich ihn gar nicht schleppen. Oder hinter mir her dragen. So. Pizzis. Okay, wir sind wieder auf der richtigen... Spinn. Wow. Du bist definitiv ein bisschen größer als die anderen. Okay, Wald ist gefährlich. Was?
Der stellt sich echt zum Kampf. Das ist ja doll. Yo! Hast du eine Macke oder was? Spinnst ja wohl. Wo ist er hin? Dann machen wir hier noch so einen Jump. Der hat gesessen. Komm her, du Assi. Erwischt. Fick dich, ey. Arschkrampe. Uli. Fick dich, Donner, ey. Oh. Wir haben hier wieder ein bisschen Änderungen im Terrain. Sieht nach Wüste aus, oder? Lass mal die Jungs hier nackig machen. Ja, jetzt haben sie sich aufgeteilt. Okay, war kein Problem. Oh, schön viele Alien-Panzer kriegen wir ja auch mit. Wir kämpfen ja nicht, sonst nicht ganz so viel, ne? Na, das kann. Komm, put, 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 put. Du auch noch. Komm her hier. Ey, hier nicht rum, komm ran. Lass. Ach komm schon. Dein Ernst? Geh doch. Pizza. Und Panzer. Wie cool, hier so eine Basiere. Glaube ich. Kann man da irgendwas machen? Juhu. Und kriegt da Damage jetzt gleich. Ist ja doch recht warm. Hochspringen irgendwie? Nö. Aber schick. Ah, sie spritzen doch ein bisschen. Und dann ist hier eine ganze Menge Grün, wa? Eine ganze Menge Grün ist immer eine ganze Menge Kacke. Dann gibt es hier doch garantiert irgendwelche Ressourcen. Überall, wo Gegner sind, sind doch eigentlich Ressourcen-Nodes. Ich sehe hier gar nichts. Ne, ich könnte hier Pilze farmen. Klar. Was ist denn das? Okay. Was ist denn das da hinten? Habt ihr das Wackeln sehen gerade? What the fuck? Ist das ein Roboter? Was ist das? Knickt der Baum da ab? Wir gucken uns das mal an. Die wackeln alle irgendwie, ne? Ist ja doll. Bauen uns hier erstmal einen Weg runter. Und wir können nachher auch wieder hochfinden. Wenn ich jetzt drauf gehe, ne? Ich finde hier nie wieder her. Das wäre echt massiv ärgerlich. Okay. Ein paar Viechers hier. Na komm her. Oh, der lebt ja noch. Scheiße, noch eins. Ach ja. Physik-Engine. Läuft. Okay. Da war noch einer. Das war der da hinten. Okay. Nee, das war nicht der da hinten. Am Arsch, ey. Na, das kam her. So, den haben wir. Na, komm. Nicht mit mir. Oh, fünfte Schnecke schon. Ja, also nach Resource Notes suche ich jetzt hier nicht großartig. Ne? Das ist ja irgendwie schon tinnif. Oh, da oben. Was ist das? Ist das mein Lift? Ne, das ist nicht mein Lift. Ich habe Licht gesehen. Ach, das ist noch so eine fucking Riesenspinne. Alter, die ist anders. Ich habe gedacht, diese Spinnen, Mann. Ha, Glitch. Tja, das Pech, ne? Das ist verficktes Pech. So, wo habe ich das jetzt leuchten sehen? Das war auf jeden Fall die Richtung. Okay. Da ist nochmal so ein großer. Den wollen wir nicht. Was ist das da? Okay. Das hängt hier, glaube ich, wieder nur so rum. Eine
dreckige Giftpflanze, haben wir auch keinen Bock drauf. Oh, shit. Ja, fast abgestürzt, wa? Ach, komm. Oh, gleich zwei. Noch eine. Zack, vergiss es. Hey, ohne Damage, geil. Aber was ist das da? Katerium? Brauchen wir jetzt nicht. Wo kommen wir da hingejumpt? Ich scheiß mir ein. Na, versuchen wir es. App. Jo, passt. Sehr schön. Gut, kleiner scheiße ich mir jetzt nicht mehr ein. Zack, oh, die brauchen zwei Treffer. Ich dachte immer, die brauchen nur einen. Zack. Was ist das? Ach, eine gelbe Elektroschnecke. Ja, die wollen wir. Verpiss dich. Wo bist du jetzt hin? Da. Die wollen wir haben. Meins? Okay, das ist nochmal so ein Wubbelding. So. Alter, höher geht's nicht, oder? Aber ich darf da noch was leuchten sehen. Eine grüne, okay. Wir wollen erstmal da hoch. Das ist mir schon viel lieber. Okay, dann sind wir erstmal da. Damit lässt sich arbeiten. Oh, uns geht richtig harte Beton aus. Ja, und ganz sicher musst du jetzt hier Alarm machen. Bin ich mir auch sicher. Boah, wo fahre ich denn jetzt gerade hin hier? Alter, als würde es mich anziehen. Guten Tag, Internet. Und haut wieder ab. Na gut, dann nicht. Ich dachte mir, der Hund will vielleicht mal ins Fernsehen. Nein, will er nicht. Sie säuft lieber aus dem Klo. Ist viel besser. Viel, viel besser. So, und jetzt nehmen wir einfach hier einmal die. Legen die auf die 9. Und dann baue ich mich damit einfach hoch. Oder was? Genau, hier drauf. Und dann. Ey, was ist denn das für ein Tunnel? Das klappt. Sehr schön. Ein bisschen höher. Ein bisschen. Ach, scheiße. Ach komm schon. Wollt ihr mich rollen? Geht doch. Ich komme schon ran? Nein. Oh. Ach, Moment, ich habe gar keinen. Doch, ich habe Platz. Was können wir denn jetzt aber ablegen? Hier Kabel. Gen Abgrund, komm. Haben wir genug von. Und dann haben wir eine gelbe Elektroschnecke. Ah, schönen Ausblick hat man hier. Oha. Das ist mal ein Abgrund. Okay, hier habe ich noch eine Menge zu erkunden. Alter Vater. Aber zu sehen, was man hier holen könnte, ist nicht wirklich, ne? Da sind die Gasiere. Das wird ein ganz schön langer Rückweg, glaube ich. Meine Fresse. Lilu, lässt du das bitte? Danke. So. Das ist ein großer See. Ja, nach viel zu holen sieht es hier nicht mehr aus. Da oben ist, glaube ich, irgendwas drauf. Oh. Fick die Henne. Sei vorsichtig, Müller. So. Kann das jetzt mal weg. Zack. Ach komm, scheiße. Immer das gleiche. Zack. Einmal wieder runter. Und da unten war, glaube ich, noch eine grüne Elektroschnecke, ne? Einmal weg. Und zweimal weg. Und wo ist das Snackchen? Ich
höre dich. Oder irgendwas anderes. Lilu! Echt nicht! Geh mir nicht auf den Pansen. Na, wo ist sie denn? Hier ist dieses wubbelnde Ding. Nee, hier ist ein wubbelnder Baum. Okay. Wo die mal fällen? What the fuck? Oder ist das unten drunter? Da hätte ich, glaube ich, gerne ein bisschen Platz im Inventar, wenn ich das jetzt mache. So. Oh. Und weg das Ding. Ha, da ist er nämlich. Summer Loop. Work in progress. Nein, ich habe es nicht. Das müllt mir nur mein Inventar voll und ich brauche es nicht. So, was ist die Zeit? 55 Minuten. Ich würde sagen, wir machen uns auf den Rückweg. Genießen nochmal die Aussicht. Was auch immer das bedeutet. Und gucken, dass wir nochmal die Analyse von der Festplatte starten. Wa? Mehr Kaffee. Lilu. Nur ist gut. Wir waren vorhin gerade draußen. Und tu nicht so, als wenn du keine Beschäftigung kriegst. Zack. Ey, wo ist mein Stab? Da ist er. Der Gute. So, dann halten wir uns einmal dran. Einfach immer Richtung Weltraumlift, ne? Ist ja schon eine Ecke. Und? Ja, ich weiß schon, warum ich den Scheiß hier gelassen habe. Also ein paar Wegmarken sind gar nicht verkehrt. Um zu wissen, wo man war, wo man nicht war. Die würde ich hier, glaube ich, auch stehen lassen, allesamt. Ne? Irgendwann reißt man die ab, aber ich glaube, so weit expandiert meine Fabrik eh nie. Okay, war denn die Richtung? Also mit Biotreibstoff kannst du dich hier totschmeißen. Okay, da oben hoch wollen wir nicht. Genau, dann ging es hier runter. Dann müssten wir wieder zu unserer Brücke kommen. Oder gucken wir uns hier unten noch kurz um. Ich hätte ja schon noch Bock auf eine dritte Festplatte. Oh fuck. Wo? Komm her, du Assi. Zack. Und da habe ich jetzt zwei Festplatten. Glaube ich. Zwei. Das ist ein Anfang. Wow. Ja, jetzt habe ich jedes Mal. Einer sitzt immer von seinen. Oder fast immer. Was haben wir denn hier? Kupfer. Noch einer. Noch ein Bierchen. Ah. Halt die Klappe, ey. Gut, hat uns jetzt nicht so viel Leben gekostet. Hier ist auch ein Kuddelmuddel, ne? Sich hier zurechtzufinden ist so eine Sache. Ich glaube, wir versuchen den Weg hier nach Hause zu nehmen. Okay, da kommen wir schon mal nicht lang. Außer ich fresse unterwegs alle meine Beeren auf. Was ich nicht so unbedingt möchte. Und da ist auch schon die Autosave-Warnung. Folge vorbei! Wäre total cool, wenn ich jetzt noch was finden würde. Puh, durchatmen. Alles cool. Aufnahme, 58 Minuten. Ach komm. Geh mir mal noch einen Puffer, ey. Nein. Beere. Ich will die Beere. Ich will die Beere. Ach komm. Echt jetzt. Ja, das... Jetzt... Geht auch. Oh, das ist steil. Was haben wir denn da unten? Da ist eine Brücke. Das ist ja auch gut. Coole Sache. Also, so schön das ja anzusehen ist, ne? Aber ich würde hier nie bauen wollen. Ich glaube, ich würde irgendwann einfach so über sein von dem Farbsetting. Ne, das sieht, so zum Angucken ist das irre geil. Aber, oh. Guck mal. Work done. Da haben wir nochmal einen. Und da sehe ich sogar schon meine Minen.
So, dann will ich mir so ein Gecko gleich mitnehmen. Was lasse ich denn hier? Hier ein paar Eisenrohre lasse ich einmal hier. Und dann werde ich gleich mal... Ach komm. Hier, drop das mal kurz. Und dann teile das mal. Ah, so. So, teilen. Und dann muss das Vieh jetzt hin. Ey, der haut ab. Ich will nicht, dass der abhaut. Ah, ich will aber, dass du abhaust. Komm schon. Nein, Hund. Wow, wo kam der denn jetzt her? Scheiße. Wieder alles auf einmal, ey. Okay, irgendwas habe ich noch getroffen. Okay. Huh. So. Wo ist der blöde Gecko? Komm her, du Gecko. Ich nehme dich mit. Da ist er. Komm. Hier, sei mal Kumpel. Hier ist eine Beere. Hm? Wie? Ich denke, der frisst diese scheiß Beeren. Halt nochmal. Ey. Split. Komm mal her. Ja, ich bin Dieb. Streicheln, streicheln. Hier. Ja. Ist voll gut. Oder sind das die blöden Vögel? Muss ich die hier jetzt platt machen? Oh, ich bin fast tot. Sehe ich gerade. Zack, nochmal teilen und nochmal so. Dann müssen wir uns erstmal heilen. Kaffee hilft, habe ich mir sagen lassen. So, dann futtern wir das mal so rein. Wo ist jetzt dieser blöde Vogel? Da ist der Vogel. Nee, das ist der Scheiß. Was ist das? Oh, Platinen, die nehmen wir mit. Aber erst suchen wir den Vogel. Der war doch hier. Hm. Oder auch nicht. Oder auch nicht. So, Platinen und... Ich habe hier schon wieder Sachen gehört. Was brauchst du denn? Schrauben. Ja, die haben wir da. Mal auf die Hütte. Nächste Festplatte. 3 Stück. Sehr geil. Die brauchen immer einen Augenblick, bis sie nachher analysiert sind. Aber dann kriegen wir da schöne alternative Rezepte. So. Piepmatz. Gecko. Juhu. Und sich alle wieder verpisst. So eine Scheiße. Da will man das einmal ausprobieren. Da hätte ich den schön in meinen Zoo eingesperrt. Oh. Das ist ein großer Kumpel, den wollen wir nicht. Da verpissen wir uns mal ganz schnell. So, da oben ist Weg nach zu Hause. Da sehe ich ganz viele Förderbänder. Hier müssen wir lang. Zack. Mehr Bieren. So ein Kupfernot, der von oben runterhängt. Auch schön. Hier bin ich doch schon mal gestorben. In der einen Folge, oder nicht? Da ist jetzt auch der Penner. Uah, hier kann ich nicht kämpfen. So. Da. Vögelchen, komm her. Ich bin lieb. Guck mal hier. Bist schon eher so assi, ne? Guck mal hier. Jo. Ich habe ihn geglitscht. Sehr gut. Denn halt nicht. Gut, die wollen nicht. Wenn mir das mit dem Tame nochmal eine erklären kann, ich nehme es euch nicht übel. Werde ich mir gerne durchlesen, sodass ich hier vielleicht ein bisschen weiterkomme. Oh, geil, ich habe hier... Geil! Ich habe hier einen Schnellreisepunkt. Wie gut. Komm, Abmarsch. Woo! Da komme ich ja doch noch zeitig zum Ende. Wird das irgendwie beschleunigt mit dem Patch? Also gefühlt ist es jetzt 3-mal so schnell. Oder ist es, weil es backup geht? I don't know. Muss ich eigentlich von Hand bremsen oder? Ich hab auf Sterben habe ich jetzt auch keine Lust. Plopp. Sehr gut. Tada! Ab zum Man. Zeit für Forschung. Woop.
richtig gut. Das ging ratzfatz. So, wie geht denn das jetzt hier? Therium, Blütenmittel, Myzelin, Nährstoffe, was haben wir hier? Oh, das können wir auch demnächst mal machen. Nährstoffmischung, Elektroschnecken, das können wir gleich mal machen. Ah, sogar alles da. Ratatatatat. Violette Energiefragmente, okay. Produktion übertakten. Knoten erforscht. Wenn dann nur noch die hier. Die habe ich noch nie gesehen. Okay. Unbekanntes kristallines Material. Okay. Erste Planeten-Scans zeigen, dass auf Message 2ABB ein unbekanntes kristallines Mineral vorhanden ist. Eine Probe ist erforderlich, um festzuhalten und nützliche Anwendungen möglich sind. Moment, sind das hier diese scheiß roten Kristalle, die ich jetzt vorhin nicht mitgenommen habe, weil ich dachte, die brauche ich eh nicht? Ja, sie sind es. Ich versuche mal. Oder könnte es was anderes sein? Was habe ich? Was gibt es denn noch für kristalline Kacke? Aber ich habe es anscheinend auch noch nie aufgehoben gehabt. Das ist schon mal nicht. Aber ich glaube, es ist der andere Kram, den ich da hatte. So, aber es sagt mir jetzt immer noch nicht. Ach, da oben steht es. Festplatte. Festplatte scannen. 10 Minuten. Okay. Damit kann ich arbeiten. Dann gucken wir zur Abwechslung mal wieder in den Schredder. Gucken, wie viele wir hier mittlerweile haben. 13. Und schon mal ein bisschen was. Warten wir den 14. noch ab. Wie viel schreddern wir? Gar nicht mal so viel. Nur ein paar Schrauben, ne? Oh doch. Ab und zu haben wir so eine Spitzen drin. Wie viel kommen dann weg? 1500? 2500 dann? Ja. Wir gucken erstmal, was wir dafür holen können. Zack. Wenn wir hier oben schon mal zugange sind, dann kann man das auch mal mitnehmen. So. Wo hatten wir denn die anderen? Wenn ich hier so einen kleinen Hops nur machen will, dann sind die echt uncool, die Stützen. Aber gut. So. Was haben wir denn noch nicht? Die haben wir alle schon. So, die können wir mal da zumachen. Steckdose Mark 2. Ja, gut, okay. Oh ja, hier. Die auf jeden Fall. Dann haben wir endlich alle Rampen. Fahrzeuge, ja, gut. Fixit-Wagen, ja, gut. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt brauche. Die hätte ich ganz gerne. Aber was sind wir jetzt? Bei 11. 11 von 17. Gehwege habe ich. Statuen kann ich mir nicht leisten. Ausrüstung ist Bullshit und Teil ist auch Bullshit. Dann haben wir jetzt noch 6. Dann können wir noch die hier nehmen. Und dann ist gut. Ja, die Türen hat man alle schon. Die wurden ja nun mal erst später implementiert. Aber gut. Alles kaufen. Ja, neue Steckdosen. Ja, neue Gebäude. Befestigung. Achso, sind noch die doppelten. Gut. Schön. Hätten wir das auch schon. Was brauche ich für die eigentlich? Was kosten die? Mark 2. Ne, Mark 1. Aber die brauchen einen Turbodraht, ne? Finde ich jetzt nicht so schlimm. Und die brauchen wahrscheinlich auch Turbodraht. Ist ja super. Ich sollte nochmal... Was sagt die Zeit? 1:10. Ja, gut, okay. Lenke ich Turbodraht eigentlich in die Zentral, in den Zentralverteiler ab? Ich glaube nicht, ne? Sollte ich dann mal machen. Ich meine, ich habe hier genug in dieser blöden Dings rumliegen. Oh, ne, habe ich doch nicht. Hätte ich gedacht, habe ich, aber habe ich gar nicht. Produziere ich da zu wenig von? Ach, ne. Offensichtlich... Ne, hier unten habe ich Turbodraht, ne? Mal kicken. Tüdelüdelüd. Ja. Wie viel ist hier drin? Genug, möchte ich einfach mal sagen. Ja, hier steht das auch ab und zu. Und dann geht das da raus. Aber ich hätte das Ding ganz gerne auch... Mh,
Moment mal. Da bauen wir mal einen intelligenten Splitter ran. Schwupp. Und da oben, obwohl wir es nicht brauchen, einen Fusionator. Ach komm, ungültige Platzierung. Erzähl mir doch nichts. Naja, gut. Dann ist das eben so. Das bauen wir da hoch. Oh, ein zu flach. Nochmal bitte. So. Und dahin. Und dann mittig bitte Turbodraht. T. Da. Und links den Überschuss. Wo ist es? Überschuss. So. Und dann machen wir einfach Rödel. Das einmal weg. Und da oben Fusionator ran. Der nach da abführt. Zack. Dann bauen wir hier noch so eine Wandhalterung. Das müsste passen. Und dann machen wir einen Splitter draus. Ach komm. Das ist doch scheiße. Nicht genügend Platz. Was fehlt denn da bitte? Dann machen wir es so. Ist das die gleiche Höhe? Oder ist das schief? Ich sehe es so schlecht. Egal. Zack. Und jetzt setzen wir das da oben ran. Oh, Hund, ey. Mach mich doch nicht kill. Ja, das passt. Setzen da wieder Wände rein. Einmal normale. Ich komme schon wieder nicht zu einem Ende, merkt ihr das? Hätte Bock noch weiter zu spielen. Manchmal ist es einfach so. Ach komm schon. Ist doch nicht zu glauben, ey. So, bist du jetzt fertig damit, hier Scheiße zu bauen, Hund? Ich wäre total verbunden. Ja. Hast mich ja gerade nur zu Tode erschreckt. So, Förder mit Splitter. Den wieder ran. So. Hat das gerade Klick gemacht, als ich auf der richtigen Höhe war? Das fände ich ja richtig gut. Und jetzt geht der Überschuss auch rüber. Sehr schön. Jetzt müssen wir das nur noch so programmieren. Rödel. Ja, in Massen. Meine Fresse. Jetzt machen wir den da hinten leer, ne? Scheiße. Ne, das ist auch Blödsinn. Das ist Bullshit. Moment. Das müssen wir anders machen. Das kommt alles weg. Weiß der Geier, warum es hier überhaupt ist. Das macht überhaupt keinen Sinn, dass ich das so gebaut habe. Aber okay. So, dann kommt hier nochmal ein intelligenter Splitter hin. Rödel. Ja, komm ruhig nah ran. Na. So. Mittlerer Ausgang bitte. Turbodraht. Na komm. Zack. Und dann müssen wir einmal gucken, ob wir links oder rechts bauen. Ich kriege wahrscheinlich keinen ran. Ne. Das? Ja. Oh, und wie sauber. Schön. Und dann links den Überschuss. Ist schon wieder voll? Ja. Na komm. Linker Ausgang, Überschuss. So, sehr schön. Dann können die abfüllen, wie sie lustig sind. Das läuft doch. So. Jetzt haben wir hier einen Haufen Turbodraht, der geschreddert wird.
wir das jetzt unbedingt brauchen, sei dahingestellt. Ja, aber da steht's, ne? Aber so geht der Container halt wenigstens nicht leer. Sonst hätte ich den Container jedes Mal leer gemacht, dann hätte ich da keinen Vorrat mehr gehabt. So, dann können wir nämlich alles, was wir an Draht brauchen, so ein bisschen auswechseln gegen Turbodraht. Ne? Den ganzen Scheiß brauchen wir ja nicht mehr. Dann brauchen wir nur noch die besseren Stützen und die besseren Pfeiler. Und dann passt das doch. Der Container hier ist voll. Ne, überhaupt nicht. Achso, weil wir da hinten noch am Nachproduzieren sind. Okay. Einen davon behalten wir da. Und dann müssen wir hier tatsächlich noch einmal... Ah ne, haben wir schon. Sehr schön. Ist nur nicht viel drin. Naja, brauchen wir nicht. Einmal sortieren, alles fertig. Guti. So, nun haben wir doch noch mal ein bisschen überzogen. Ich hätte zeitig Schluss machen können, aber ich konnte mich nicht trennen gerade. Uha, da haben wir echt eine Menge. Ich weiß gerade nicht, ob das die geilste Idee war. Ich befürchte, nein. Das kommt doch hier jetzt alles ins Stocken. Jetzt läuft hier dauerhaft Draht lang, den ich so in der Form gar nicht brauche. Ja, ich hoffe jetzt schon. Hm. Ich brauche schnellere Förderbänder. Definitiv. Guti, aber mit dem schönen Ausblick hier werde ich mich von euch verabschieden. Ich danke euch wie immer fürs Zugucken. Ich finde es irre cool, dass ihr immer noch so viel dabei seid. Danke übrigens für die 1000 Minuten Viewtime letztens. Und ja, wenn ihr Bock auf diesen Discord-Channel habt, den ich eingangs angesprochen habe, haut das bitte unten rein. Ich bin da echt neugierig, ne, ob ihr da auch noch gerne ein bisschen mehr Austausch haben würdet. Ich finde es grundsätzlich cool als Idee. Ne, und vielleicht werde ich mir da sogar, wer Lust hat, einen von euch als Moderator raussuchen. Und dann wäre das tatsächlich nochmal ein ganzes Nummer cooler, weil dann wäre einer von euch direkt der Teil oder linke Hand oder rechte Hand oder wie ihr es nennen wollt von meinem Kanal. Ist ja erstmal eine coole Sache, oder? So, wie dem auch sei. Ich danke euch vielmals. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Wir haben heute Samstag. Ja, wahrscheinlich Samstag für euch. Und haut rein. Ne? Daumen hoch, Abo rein und reingehauen. Ciao.